Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem Video zu Super Mario Bros. Wonder zusammen mit dem Sunny. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Mario Bros. Wonder Part zusammen mit dem Sunny. Der steht da vorne Hallo. mit der Pellerblüte. Ja, der erste Part ist schon rum. Wir haben uns angestrengt, es gab bisher noch keine Fails, die kommen noch. Und heute springen wir darüber. Hui! Oh. Wir kriegen dich. Du wandelnder Kopf. Ah, guck mal, da war gerade ganz kurz etwas, wo irgendwie so eine dieser Samen verbraucht wird. Da, hast du gesehen? Mhm. Dafür sammeln wir die zusammen. Spitzengröße, mein Papa ist jetzt ein Schluss. Er hat jetzt so viel Macht, dass niemand ihn noch aufhalten kann. Drei wieder haben? Oder brauchen wir drei, damit wir da teilnehmen können? Es wird ja immer schlimmer. Schau, diese Pflanze hat sich um das Haus dort gewickelt. Ah, jetzt weiß ich, wir sollten es einmal mit unseren Wundersamen probieren. Sie sind sehr mächtig, daher können Sie uns vielleicht mit diesem Problem helfen. Die schicken Sie ins Lalaland. Hui! Haus gerettet. Abzeichen der Röhrenfelsenwiese. Abzeichen Haus. Ich drücke einfach durch. Oh, meine Kiste. Ist hier alles in Ordnung? Ich hatte ja solche Angst. Ich dachte, ich würde auf der Stelle verwelken. Aber das Abzeichen ist in Sicherheit. Poplins heißen die. Oh, Abz. Ja. Wir hatten doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Oh, das ist sehr interessant. Habe ich. Du warst verleihen einem so, die, auf der Stelle. Ah, okay. Die verleihen einem doch verschiedene Effekte, wenn man sie sich ansteckt. Reisende durch das Blumenkönigreich sollten sie oft nutzen. So habe ich gehört. Also Prinz Florian, ich bitte dich, dass du dieses Abzeichen annimmst. Ja, von deinem künstlichen Geblüt weiß ich ja etwas damit anzufangen. Was haben wir? Was ist denn? Toll, ich wollte ja schon immer so eins haben. Vielen Dank! Mit diesen Abzeichen kann ich auf unserem Abenteuer bestimmt überaus hilfreich sein. Da geht mir das Herz auf wie eine Knospe. Ich bin jetzt so froh, dass es dir gefällt, Prinz Florian. Abzeichen können euch auf euren Abenteuern viele Unannehmlichkeiten ersparen. Da hat wer gehupt. Also bei mir. Abzeichen Übungsplatz. Fallschirmmütze. Drück in der Luft R oder schüttle den Controller, um deine Münze als Fallschirm zu benutzen und deinen Fall zu verlangsamen. Das Schütteln hast du definitiv nicht. Ja. Eine tolle Fähigkeit. Jo. Ja, ciao. Bei mir sagen die auch was übrigens. Und die sieht man dann jetzt in dieser Abschaltliste, die wir auf in unserem Menü hatten, die wo ich gucken wollte. Oh, sieh dich mal hier um. Hier gibt es ja so viel zu entdecken. Florian ist deiner. Aber da ist schon wieder eine von diesen widerwärtigen Pflanzen. Wir brauchen mehr Wundersamen. Sechs haben wir. Also, wohin gehen wir zuerst? Oh, das wird bestimmt noch richtig lustig. Wenn die Karte ansehen, drücke einfach L. Wird sofort gedrückt. Ach guck mal, können wir hier auch nachsehen, ob wir alles haben. Ah, okay. Und da müssen wir uns noch die Flagge holen. Das können wir aber offscreen machen, die Flaggen nachholen. Jo. Dann müssen wir jetzt nicht extra onscreen hin. Das stimmt. Guck mal, selbst das ist vermerkt. Hm. So, warte mal. Das wollte ich sehen.
Kann man immer nur eins angelegt haben, wäre jetzt die Frage. Es scheint auf jeden Fall recht viele zu geben. Warte mal. 8 pro Reihe, wenn ich das zähle. 24 gibt es dann. Jo. Ist einiges. Was bedeuten die Herzen da unten? Ich habe keine Ahnung. Wir können hier frei laufen. Ja, habe ich auch gerade festgestellt. Komm her, du Winzling. Heißt zusammen. Ach so, online. Kann man hier auch Arschbomben machen? Ein Moment. Verschnaufpause. Dieses Level starten. Immer geradeaus. Also bloß nicht stehen bleiben, Sunny. Das sind bestimmt diese fallenden Blöcke. Ich will an der Stelle übrigens erwähnen, ne? Wir machen hier eine Aufnahmesession und keine Einzelaufnahme. Das heißt, wir nehmen hier gerade mehrere Folgen am Stück auf. Ja. Ich versuche bis zur nächsten Session das Problem zu lösen, dass Sunny hier auch mithören kann. Ohne dass der Sound dann doppelt da wäre. Ja, wie man rennt, wissen wir ja, ne? Das Ding drücken und losrennen. Ja, sprint einfach. Lauf! Lauf, kleiner Mann! Ich glaube, es macht keinen Unterschied, die Dinger in der Luft anzuspringen. Das war ja easy. Jo. Das war geschenkt. Hallo. Diesen laden jeder Kunde auf. Wir verkaufen alles Mögliche. Bezahlt wird mit Blumenmünzen. Ah, dafür sammeln wir sie. Ah, okay. Belohnungsmünze? Ach, das ist ein Abzeichen wahrscheinlich. Halt für das wahrscheinlich, ja. Zusätzliche Münzen. Ich würde sagen, kaufen wir, oder? Guck mal, was ist das ganze Geld? Das ist auf jeden Fall ein Abzeichen. Ich würde sagen, Abzeichen kaufen wir aus Prinzip immer. Ja. Stärkungsabzeichen. Wundersamen. Zufallsaufsteller. Eins im Abhilfspaket. Das sind 5 offenbar. Und ein zufälliger Aufsteller. Was kriege ich denn? Ich kann ja einmal drücken und du kriegst einmal. Und es ist... Mario Pose. Und was kriegst du? Ich kann gerade nicht, du bist noch... dann müsste ich jetzt, glaube ich, das Ding einmal ansprechen. Warte mal, jetzt können wir aber auch erstmal testen. Kann man immer nur eins ausgerüstet haben? Ja, man kann nur eins ausgerüstet haben. Was macht denn das Neue? Für das Besiegen von Gegnern halten wir zusätzliche Münzen. Ja. Brauchen wir jetzt gerade, glaube ich, noch nicht, ne? Nee. Da war eine Gratismünze. Und was kriegst du bei dem Abzeichen? Also beim Aufsteller? Was sagt bei dir der Randomizer? Was kriegst du? Das ist schon gekauft. Ja, ich hab bei mir geleckt. Du weißt ja, wie Parsec ist. Du hast die schwimmende Daisy. Das ist ein Zeichen. Wir sollten auf jeden Fall auch noch den Wundersamen kaufen. Aber da können wir aber jetzt gerade noch nicht. Münzen holen. Also nach dem nächsten Level können wir das wahrscheinlich. Ist es hier oben? Oh. Hier ist ein Level und hier ist ein Level. Welches wollen wir zuerst? Roll, Roll, Hoffel. Nein, Rolf. Machen wir Rolf. Das Nähpferd sieht spannend aus. Roll, Roll, Rolf. Fähigkeit 2 Sterne. Ach, man kann sogar hier noch wählen. Ah, okay. Das ist cool. Dich krieg ich! Hab ihn. Ach guck mal, damit macht man Wege. Ja komm, du hast keinen Upgrade gerade. Boing. Du hast ein Spielzeug gefunden, ne? Das ist meiner. Okay, Schüsse breiten ab. Da rollt was. Okay, Wasser tue ich nicht beeinflussen. Ey, das beeinflusst auf jeden Fall diese Blumen. Irgendwie fies, der steckt jetzt für immer da fest. Ich bin irgendwo hingesprungen. Ja, habe ich gemerkt. Ja, hallo. Ich kann nochmal die Taste verspringen. Ach, Viereck. Ich habe ihn ins Nirvana geschossen. Ich laufe mal hier oben lang, ne? Ich mache unten. Boing.
guck sie dir nach. Das sieht so beknackt aus, ey. Da fliegt die Pflanze. Whee! Ich glaube, den Rolli, den sollten wir mitnehmen. Warte, ich klopfe ihn mal in die richtige Richtung. Oh, man prallt ab. Drei. Zwei. Ich glaube, da wäre was rausgekommen. Okay. Hm. Habe ich ihn so getriggert? Hm, opfere ich mich dafür? Die Zähnemünzen haben wir alle. Ich glaube, da wäre so ein Traumsamen oder wie die hießen. Nee, Wundersamen hießen die ja. Das wäre, glaube ich, rausgekommen. Okay. Nee, da ist er noch. Wäre da rausgekommen aus dem Ding? Hilfe! Hilfe! Hab ihn! Es ist so schade, dass ich dich nicht behindern kann. Hallo? Ich werde schon behindert. Ich werde schon durch die Lex von Parsec behindert. Oh, guck mal, die Mütze ist dafür echt gut. Du kommst nicht. Nein! Ich hätte gern gewusst, was da aus dieser Seifenblase gekommen wäre. Schönes Bild. Oh, wieder so ein Wunderlevel. Wundermarkenmusik. Das sieht aus, als ob da noch Absession wäre, oder? Habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. Aber es ist interessant, mal bei Mario eine Währung zu haben. Meine! Meine. Nein, meine. Ich wollte noch die Münzen sammeln. Ich nicht. Die 10 Samen haben wir zwar, aber wir können ja trotzdem hier noch sammeln, ne? Ja. Ah, du hast so einige Monatsamen gesammelt. Die können uns bestimmt noch nützlich sein. Gehen wir doch mal zu der Stelle, wo sich die diese gewundene Pflanze befindet. Ja, machen wir gleich. Warte. Ich weiß nicht, ob man die mehrmals bei denen kaufen kann, aber... Der Wundersamen sollte schon gekauft werden. Ah, ist so ein einmaliges Angebot. Wir werden bestimmt noch wesentlich mehr brauchen. Deswegen einfach mal alles am Wundersamen mitnehmen, was wir finden können, ne? Ja. Genauso bei diesen Aufklebern. Ein Galopteros hält gar nicht so. Was ist ein Galopp daraus? Das werden wir jetzt wissen. Also, wahrscheinlich. Jetzt lernen. Guck mal, schön, dass wir das schwierigere Level zuerst gemacht haben. Oh. Das ist einer. Oh, er ist ein niedlicher, ja. Man kann ihn umbringen. Ich habe eine Schnecke getötet. Ja, ich war knapp. Okay, wir müssen uns diesen Galopp daraus auch irgendwie aufheben. Guck mal. Du musst hier den Weg aufmachen. Du hast ihm den Weg geöffnet. ich glaube, wir hätten es nochmal vorher runterschlagen müssen. Kommt da nochmal einer? Nee. Sieht nicht so aus. Ich starte einfach nur mal neu. Wir sind eh noch am Anfang vom Level. Jo.
Schnell das runterschlagen. Wir müssen das einmal runterhauen für den einen und dann gleich für den anderen. Wir müssen den, glaube ich, erstmal triggern, den... Nee, ja, der untere ist wichtiger gewesen. Ja. Du musst sie umbringen. Ich habe kein Item. Elefant besiegt Rhinoceros. Kann man die alle unterprügeln? Nee. Oh, Münzen. Hm? Ich hab eine Arschbombe gemacht und bin da oben. Oh nein, das sind die bösen Gewitterwolken, ne? Die gab's doch auch schon bei Mario Kart damals. Hui! Macht der Gewohnheit. Alles gut. Das wird ein bisschen dauern, bis ich das rauskriege. Oh, lecker. Ich könnte jetzt fies sein und dir den Pilz wegnehmen. Guck mal! Wir brauchen das Rhinoceros irgendwie, um da dran zu kommen. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Da kommt was! Es hat's runtergekickt. Oh shit. Lauf! Yami, hinter uns her! Also jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Jetzt habe ich Rhinoceros zu fliegen sehen. Ich glaube, man hätte auf deren Rücken reiten können. Ich glaube auch. Ja, hätten wir vielleicht sogar machen müssen, sonst wäre dann nämlich das gestört. Nein! Kann man die kann man das Ding nochmal einsammeln? Warum hast du ich weiß nicht, lass uns ausprobieren. Hm? Ich renne! Warte, hier ist wieder so ein Ding! Oh! Da kommt ja richtig viel raus! Nee, wir müssen hier nochmal rein. Obwohl, vielleicht können wir den da ausnutzen. Warte. Da ist ja noch so ein Rhinoceros. Doch, jetzt habe ich irgendwie meinen Dingens verloren. Perfekt. Perfekt. Ich war unter dem begraben. Danke. Nein. Warum selber laufen? Oh. Ist runtergefallen, warum auch immer. Warum selber laufen, wenn man die ausnutzen kann? Jo. Yeah! Das ist lang gefahren, ne? Ja. Haben nur einen Wundersamen vergessen. Müssen nochmal rein. Dann suchen wir den mal. Guck mal, wie der sich freut, in unser Gesicht reinzurennen. Ich hab mitten im Service. Warte mal, das müssen wir anständig machen. Oh nein. Warte mal, ich weiß wie. Ja! Wir haben immer noch keinen Wundersamen bekommen. Doch, das ist ja das erste Haus. Das muss sein.
An das sind wir beim ersten. Wir sind ja durch den einen Wundersamen an dem vorbeigesprintet. Stimmt, stimmt, das stimmt. Ein Level mit zwei Endings. Jo. Das wird bestimmt noch vorkommen. Ja. Das ist wahr. So, dann haben wir hier jetzt alle Samen gesammelt. Was erzählst du denn, wenn ich dich anspreche? Professor Antenne. Hallo, schön dich zu treffen. Ich bin Professor Antenne. Sprich mich gern jederzeit an, wenn du etwas über das Online-Spiel lernen möchtest. Kommen wir gleich zum Thema. Hier eine spannende Lektion. Teile dein Abenteuer mit Spielern aus der ganzen Welt. Spielst du online, kannst du den Spaß mit Leuten auf der ganzen Welt teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sie Spieler in einer schwierigen Situation gegenseitig helfen können. Klingt doch nach einem tollen Grund, online zu gehen, oder? Setz das Gelernte in die Tat um. Nee, lass mal. Brauchen kein Dark Souls. Na gut, Leute, das war's mit dem Mario-Part. Sunny läuft gerade noch ein bisschen im Kreis um mich herum. Beim nächsten Mal... See me rolling. You hated it. Und schauen dann, was uns dort erwartet, ne? Also bis zum nächsten Mal. Ciao.